7 Siege und 10 Niederlagen. Aber wie sagte Laurent Blanc, die deutsche Elf ist das neue Vorbild für Europa. Das, was die Franzosen Ende der 90er waren, Anfang 2000, mit ihrer Nachwuchsarbeit, ihrer Talentförderung und ihren Erfolgen. Für diese Attribute werden die deutschen Spieler jetzt europaweit bewundert. Fehlen nur noch die Erfolge, die ganz großen, die die Franzosen damals hatten als Weltmeister und Europameister. So, auf www.twitter.com/ZDF Sport, das sage ich Ihnen aber gleich, wenn Debuchy die Aktion abgeschlossen hat und das Tor für Frankreich erstmal kommentiert ist. Der Treffer von Olivier Giroud bringt die Gäste mit 1:0 in Führung. Deutschland ausgekontert. In Bremen, Frankreich führt durch den Torjäger aus Montpellier, Olivier Giroud. Der Pass kam von Valbuena. Aogo überlaufen, es war gleiche Höhe mit Mats Hummels, also kein Abseits. 4 Stationen, genauso wie Joachim Löw spielen lässt, haben es die Franzosen gemacht. 3-4 schnelle Bälle und das Tor dann in der 21. Minute. Giroud hat in der Liga schon 16 Treffer. Sucht durch den Ausfall von Benzema seine Chance. Und Frankreich führt. Nasri. Debuchy läuft davon und er kann sich keine entscheiden, aber dann fällt das Tor. 2 Mann haben die Möglichkeit, nämlich Giroud und Malouda. Und der eingewechselte Malouda macht das 2:0 für Frankreich. Und nimmt man die letzte Viertelstunde der Franzosen, das weiß auch Joachim Löw, dann haben sie mehr für dieses Tor getan als die deutsche Mannschaft. Die laufen weg von Nasri. Boateng grätscht dann noch dazwischen, aber sind 2 Mann unmittelbar vor Tim Wiese. Und dann macht Florent Malouda sein 8. Tor für Frankreich. Flanke kam über die linke Abwehrseite, über die Seite von Aogo. Tja, er mit seinem Understatement. Deutschland ist das neue Vorbild für die französische Nationalmannschaft. Hat er seine Elf doch ein bisschen schwächer gemacht, als sie in Wirklichkeit ist. Höwedes. Müller, vielleicht geht noch einer. Es geht einer. Kakao. Wie in Polen. Da ging es 2:2 aus und da hat er, glaube ich, kurz vor dem Abpfiff getroffen. Dein 6. Länderspieltor, nur noch 1:2. Vorbereitet über die rechte Seite, über den Schalke Höwedes, über den Münchner Müller. Also keine Niederlage mit 2 Toren Unterschied. Kakao eingewechselt worden und ein Tor gemacht. Ein EM-Bewerbungsspiel, so ganz nach Ihrem Geschmack? Ja, nicht ganz. Wenn wir zumindest unentschieden gespielt hätten, dann wäre es schöner.
Aber das ist gut für mich, dass ich da spielen kann, ein Tor machen kann. Und hat fast zum 2-2 gereicht.